Servus liebe Freunde, willkommen wieder zurück zur nächsten Runde der Sommernächte. Wir sind bis Level 9 gekommen und machen jetzt den Rest jetzt auch noch fertig. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Level, kriegen noch das Erdbeerbäumchen und die Lenkdistel, zumindest Samen dafür. Und ich würde sagen, ich quatsche nicht drum herum, wir machen dieses Event jetzt auf jeden Fall noch fertig und starten in 3, 2, 1. So, Baby, zeigt mir mal eure Pflanzen, zeigt mir mal eure Samen, was weiß ich was. Die Sonne scheint, besiege ein paar Zombies und rette diesen schönen Tag. Also wir haben hier keine Einschränkungen oder so, Leute. Also ich denke mal, das wird weitgehend so bleiben, wie es ist. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie Blumen jetzt oder so haben werden oder dass wir irgendwelche bestimmte Pflanzen retten müssen. Da bin ich eigentlich total tiefenentspannt gerade. Okay, wir haben jetzt wieder mit Bockwurst-Zombies zu tun, mit dem guten und mit dem Pfannen-Gargantur. Mit dem Pfannen-Gargantur, der arbeitet wahrscheinlich eine große Krabbe. Geil. Und Glühwürmchen. Glühwürmchen sind mies, aber wir haben Spartambus. Spartambus. Das ist Spartambus! Eine robuste Nahkampfpflanze, die Zombies bis zu zwei Felder wegschlagen kann. Das ist ja mal richtig geil. Okay, wir haben ja Tag, obwohl es eigentlich aussieht wie die Nacht. Das ist nicht so schlimm. Ich würde sagen, da wir den Spartambus jetzt haben. Spartambus. Spartambus. Yeah, die Pflanze spart am Bus. Wortspiel. Okay, ich weiß, der war nicht lustig, aber egal. Gut. Wie gehen wir da am besten ran? Wir haben ja leider nur bestimmte Pflanzen zur Auswahl. Und wir haben auch nichts Interessantes, was wir nehmen können. Gut. Nee, das ist nicht gut, aber es ist halt so. Okay, wir nehmen Sonnenblumen. Dann nehmen wir... Wir haben einmal Zombies, wir nehmen den Magnetpilz. Die Fäuste Gottes müssen mit rein. Der kann seine heilige rechte und linke Hand des Teufels einfach mal rein... zeigen. Wir nehmen wieder die Kirschbombe mit. Die hat sich sehr gut bewährt. Was können wir denn noch mitnehmen? Ja, die Auswahl ist halt nicht gerade sonderlich groß, ne? Ich nehme das Drachenmäulchen mal mit. Und dann würde ich mal sagen, ich nehme... falls es knackig werden könnte... Ach, scheiße, auch schon die Linkdistel mit. Okay, also, dann folgen wir mal in alle Ruhe hin und schauen mal, wie sich das entwickelt. Gut, und ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte den Blitzschlief mitnehmen sollen. Den Blitzschilf, Blitzschlief, sag ich immer. Also, ich weiß, ich bin Sprachlegastheniker, was so Pflanzen angeht, aber scheiß drauf. Ja, alles easy. Gut, dann setze ich hier schon mal den hier hin, damit der schon mal die Gräber hier wegflexen kann. Und das hat sich... Das war eigentlich gar nicht verkehrt, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass diese Bockwurst-Zombies da kommen. Diese Bockwurst-Imbe. Imbe. Geil. Ist auch geil. Schön im Bockwurst-Outfit, ey. Ob die auch so schmecken, das würde mich mal interessieren. Okay. Gut. Genug rumgespastet. Nein. Ja, gut. Okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre nicht so schön gewesen eben. Jetzt schauen wir mal da runter. Wie gehen wir da jetzt am besten ran? Ich brauche auf jeden Fall noch Sonnen, wenn nicht verkehrt. Weil die kommen nämlich ein bisschen gefährlich nah gerade. Okay, Lenkdistel ist im Anmarsch. Gut. Lenkdistel regelt, Lenkdistel spießt. Yeah! Ich jetzt gerade überlegen, da könnten wir theoretisch hier, genau. Das ist so geil, wie er den zerteilt in der Mitte, ey, die Bockwurst. Das ist satt. Ja, aber einer allein wird es jetzt nicht schaukeln können, glaube ich. Jetzt nehmen wir mal den... Alter, was geht mit der ab? Der spießt ja wirklich alles platt. Geil! Der ist ja mal geil drauf. Okay. Batsch! Sehr schön. Wir müssen nämlich ein bisschen die zurückhalten. Ansonsten könnte es ganz ekelhaft werden. Und da habe ich gar keine Lust drauf. So, du kannst da oben mal ein bisschen nachhelfen. Komm, jawohl, perfekt. Okay, sehr schön. Das sieht doch schon mal nice aus. So, ihr unterstützt mal hier die Drachenmäulchen, weil ich habe nämlich Bedenken, dass der Gargantur nämlich gleich angefräst kommt. Das ist geil, Alter. Der pfeffert sogar durch die, sogar durch die Drachenmäulchen, ey. Das ist hart. Okay. Ich finde die Musik einfach nur so derb. Alter, viel zu viele Bockwürste, ey. Also die haben das mit der Grillparty wirklich zu ernst genommen, glaube ich. Okay, du noch dahin, dann haben wir hier schon mal eine gute Reihe an Feuer. Voll voll. Okay, geil. Ja, wir lassen mal die Gott persönlich mal jetzt erstmal ein bisschen außen vor. Du kannst hier ein bisschen unterstützen. Alter, sind die geil, die Dinge. Also dieser Spartambus ist geil. Spartambus. Nein, oh, Spartambus. Ah, geil, jetzt kommen sie. Na, super, das läuft.
Ah, cool. Der zweite Lenkdistel, der vielleicht gar nicht so verkehrt. Da können wir noch ein bisschen mehr unterstützen jetzt. Weil der Gangatua könnte jetzt wehtun. Der wird auch wehtun. Und wir haben gar keinen Eimer-Zombie gehabt, gell? Aber die haben wir doch gesehen. Okay. Und boom! Jawoll, da schmeißt der Koch einfach mal seine Wurst in den Ring. Yeah! Schön. Boah, direkt geköpft worden vom heiligen Gott persönlich der Pflanzen. Geil. Also diese Sparta-Bums sind geil. Also die gefallen mir richtig gut, Leute. Die hauen richtig rein. Die sind ja richtig asozial. Das sind wahrscheinlich so die Cousins von dem Pack Scheuß oder so. Die sind aus der Grillzeit noch nicht draußen. Naja, egal was soll's. Wir haben Level 9 gepackt. Level 10 geht's weiter. Und ich habe auch schon die Pflanze, die ihr ausgewählt habt. Beziehungsweise es war nur ein Kommentar. Aber Sieg ist Sieg im Prinzip. Und eine Stimme ist gegeben. Kein anderer hat sich irgendwie dafür ausgesprochen. Also nehmen wir das Schrumpfeilchen, wenn wir damit fertig sind. Nur mal Klammer vorneweg, gell? Okay. So, nächstes Level. 3, 2, 1. Auf geht die wilde Pflanzenfahrt. Hey, ab in den Zombie. Okay. Ich hätte nicht singen sollen, jetzt habe ich hier Wasser. Das ist mies. Okay, okay. Und wir haben dasselbe Problem wie eben, aber wir haben keine Eimer-Zombie. Das ist geil. Und. Oh. Oh nein, ey. Ich sehe es schon. Wir haben. Oh. Okay. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie wir am besten setzen. Sonnenblumen. Würde ich gerne so ein bisschen verteilt in eine Reihe setzen. Boah, das ist assi. Das ist nicht so schön. Okay, gut. Leider haben wir keine Uga-Uga-Kunz-Kunz-Sonnenblume. Das wäre natürlich mega jetzt gewesen. Das heißt, wir müssen mit den Sonnenblumen jetzt weiter agieren. Problema. Das heißt, Lenkdistel, Pack Scheu. Wir lassen mal den Magnetpilzen weg, weil der ist hier sowieso sinnlos. Ich nehme die Erbsenhülse mit. Die hat mich schon lange nicht mehr. Und ich habe auch irgendwie Bock auf die Kokosnusskanone. Vor allem mit seinem schönen Entdeckerhelm hier oben. Hey, was könnten wir denn noch nehmen? Banana! Yeah, der Bananenwerfer ist wieder back, Baby! Geil! Und, wir nehmen noch die Walnuss. Die allmächtige Walnuss, Baby. Die kann auch mal was tun. Die hat ja sonst nichts geschafft in letzter Zeit. Und wir gucken mal, ob wir damit jetzt vorankommen, weil ich merke gerade, wir haben ziemlich viel Pflanzen, muss saumäßig viel kosten. Das könnte ein Problem werden. Okay. Das soll mich jetzt aber nicht stören. Das bumst mich an Scheiß, Leute! Ich setze jetzt ein bisschen versetzt hier. Weil, genau so in dieser Reihe. Weil ich will nämlich hier die Pack-Scheuß dann setzen. Genau. Okay, dann können wir hier auch schon mal die erste Lenkdistel reinrotzen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Okay. Könnt ihr mal so versetzt mal reinfeuern, ey. Geil. Okay, du kommst dahin. Du kannst deine Pack-Scheu ein bisschen unterstützen. Du kommst dahin, weil du gefällst mir nämlich gerade gar nicht da. Dann hier die nächste Sonnenblume, Baby. Das sieht total bescheuert aus und es ist auch überhaupt nicht sinnvoll, wahrscheinlich, was ich gerade da mache. Aber ist mir egal, ist mir egal. die Lenkdistel regelt. Lenkdistel regelt einfach. Okay. Sehr schön. Kommt die da hin, dann kann ich hier oben nochmal zwei setzen gleich, weil wenn die nämlich voll ausgebaut sind, ist das nämlich gut. So, spüre die Kraft der Fäuste Gottes, Leute. Das ist jetzt schon mal richtig gut. Das läuft schon mal. Okay, da bin ich zufrieden. Sehr nice. Hier versetzt die Walnuss. Das sieht so scheiße aus. Oh, Witz, ey. Boah, stellt euch mal vor, hier kommt so ein Wirbelsturm angerast, ey, in der Hoffnung, irgendwas zu fressen. Dann kriegst du einfach so eine Faust in die Fresse. Das ist auch geil. Schön. Okay. Na, Erbsenhülse macht einen sehr guten Job gerade. Das ist gut. Und ich finde es so assi, dass die da einfach übers Wasser rennen können, die Arschgeigen. Okay. Na, nicht mal eine Sonnenblume, Baby. Da kommt jetzt noch ein zweiter hin. So, du schützt hier. Dann setzen wir auch gleich schon ein Pack Scheu. Na, hätte ja eben nicht sein müssen, oder? So, weil hier brauchen wir ein bisschen Unterstützung gerade. Das wird trotzdem schon ein bisschen ekelhaft. Vielleicht setze ich hier noch eine zweite Reihe für das erste. So, hier brauchen wir ein bisschen mehr an Feuer. Okay, okay, okay. Ich hätte nämlich auch ganz gerne eine Kokosnusskanone gleich. Das wäre nämlich auch nicht gerade verkehrt. Wäre nice.
Okay, die Gargantuen sind unterwegs. Das ist schlecht. Lass mal ein paar Scheu in Ruhe. Es gibt jetzt Erbsen-Power. Ja. Sehr gut, okay. Schön in die Rückhand reingescheuert, gefeuert. Und jetzt tut's weh. Nein, da hat er abgefangen. Ich finde es ja mies, die Gargantuan. Die halten mehr aus und sind schwerer zu bekämpfen, finde ich, als im ersten Teil. Auf der einen Seite sind sie einfacher, das ist klar. Aber es ist schon etwas. Oh, wir haben Erdbeerbäumchen. Wir haben sogar mehr genug als Samen. Müssen wir mal gucken, ob wir den eventuell freischalten können. Geil, okay. Müssen wir mal gucken gleich. Aber egal. Ich bin zufrieden, wir haben das Level hinter uns gebracht. Dementsprechend bin ich total entspannt und geht. Okay, Level 11. Ha, 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 in 3, 2, 1, go! Let's get ready to wumble! Okay, ich habe wieder mal eine spastische Phase, das passt. Alles gut. Ach, ich finde es ja schon nice. Was sind das für Pflanzen? Die Sonne scheint, blablabla, das kennen wir schon alles. Okay, das da vorne ist diese ich glaube, Gumnuss, gell, ist das? Oh nein, Alter, wir haben den Basketball-Zombie wieder. Aber wir haben die Lenkdistel vorab schon ausgerüstet, das ist nice. Ja, viel an Strategie gibt es eigentlich gar nicht. Oh, das ist so richtig assi. Wir haben jetzt auch diesen Football-Helm-Zombie. Oh nein. Gut, wir haben. Ey, wir haben auch den einmal, wir haben auch diesen Fass-Zombie. Das ist natürlich richtig assi jetzt, weil wir haben nämlich nichts, was wir dagegen trumpfen können. Ich nehme mal das Kiwi-Biest noch mit. Ich brauche auf jeden Fall die Walnuss noch. Banana! Pak Choi und. Wir haben keinen Eimer-Zombie, das ist gut, aber ich brauche auf jeden Fall noch Artillerie. Das ist nämlich sehr. Ah, wir lassen den Bananenwerfer weg, wir nehmen die Dinge mit. Und nehmen da die Erbsenhülse. Das Blöde an der Sache ist, ich habe auch keinen Duplinator, habe ich gerade gemerkt, gell? Das ist natürlich auch ein bisschen assi, aber gut. Müssen wir durch jetzt? Kriegen wir schon irgendwie gebacken. Nur was das hier ist, weiß ich nicht. Oh, das ist nice. Wir haben sogar schon einen Start für die Pflanzen, das ist schön. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was die Pflanze so macht. Also irgendeinen Sinn hat oder so. Ob die jetzt stärker sind dadurch oder so? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Naja, egal, was soll's. Okay, kriegen wir schon gebacken irgendwie. Erstmal hier eine Erbsenhülse hin, hier brauche ich noch Dings. Genau. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Bananenwerfer auch direkt zuerst genommen. Aber gut, was soll's. So. Pflanzen ausgeschöpft, aber die Standardverteidigung steht schon mal, das ist nice. Ach, stimmt, die Gummus, die. Ah, wir haben nur die eine Gummus, gell? Oh. Kiwi Biest zum Angriff! Das ist ein bisschen knackig im Moment. Gerade dezent sorgen, würde ich mal sagen. Nein, die wollte ich gar nicht wegmachen, alle. Ah, fuck, ey. War überhaupt nicht geplant, eben, aber gut. Ich muss den auf jeden Fall jetzt wegkriegen, weil der nervt nämlich extremst. Sehr gut. Okay, das Kiwi-Biest da vorne hält alleine voll die Stellung. Total nice. Geil. Okay. Nein! Das Kiwi-Biest kann aber auch nichts machen, weil der da weggeschoben wird die ganze Zeit. Matsch! Das ist knackig, ey. Das ist blöd. So, da brauchst du ein bisschen Unterstützung gerade. Da kommst du jetzt mal hin, dass wir da noch ein bisschen was haben. Der blöde Basketball-Zombie ballert ja sowieso erstmal auf unsere, Alter! Die schießen mit! Okay, gut, das muss man erstmal wissen. Ich dachte wirklich, die haben irgendeinen besonderen Effekt oder so. Aber nein, 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 oder nein, da haben sie mich schön geflaxt. Okay. Komm, noch ein Linkdistel, der Gargantua nervt ein wenig, aber das haben wir jetzt gleich ausgenackt. Genockt, genackt, genackt. Alter, mein Deutsch ist wieder sowas von bescheuert, ey.
verdammt. Oh, sehr gut. Geht zu, Leute, so eine Sommernacht habt ihr im Leben noch nicht gehabt, gell? Stellt euch mal vor, ihr sitzt jetzt so mit eurem Schatz jetzt irgendwo da, ohne. Haltet Henschi und seht zu, wie irgendwelche Pflanzen Zombies wegknatzen, Alter. Ist bestimmt geil. Bestimmt geil, Alter. Aber hat auch, Schatz, die Zombies sind heute wieder mal besonders gut drauf. Oh, die Pflanzen, die haben es aber auch, die haben aber auch viel Spaß. Guck mal, die haben sogar Wunderkerzen. Als Maul und genießt das Wetter. Geil. Okay, dann Level 12 in 3, 2, 1. Okay, auf geht's. Das packen wir jetzt noch locker, diese Sommernacht da wegzumachen. Also da bin ich total gespannt. Oh, verhindere, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Das hatten wir schon lange. Ich habe jetzt erst gedacht, dass was ist das, ein Stelzen-Zombie? Geil. Okay. Wir können aber auch leider nicht irgendwie auf andere Strategien gehen. Ich würde ja ganz gerne mit Pitchleaf und so mal hantiert oder mit Dings hantiert oder auch mal mit den Uga-Uga-Kunz-Kunz-Pflanzen hätte ich jetzt auch gerne mal hantiert. Aber nein, das wird uns nicht gegönnt. Okay, wir haben einmal Zombies, sehe ich gerade. Klar brauchen wir unsere Walnuss. Wir nehmen das Drachenmäulchen wieder mit und ich brauche die Kirschbombe. Der Gargatua, der fuckt mich gerade dezent ab, aber das ist jetzt nicht das Problem. Der Stelzen-Zombie macht mir allerdings mehr Sorgen gerade. Und ich habe die Befürchtung, dass, glaube ich, der hier zuerst übers Feld fetzen wird. Den pusten mir die Wunderkerzen aus, Leute, egal wie. Das Schöne ist, wir haben die Dinger hier. Da kann nichts passieren, außer dass die wahrscheinlich da drüber fliegen. Das ist nämlich geil für uns. Oder die Stelzen-Zombies rennen da drüber, was ich aber nicht weiß, weil kann auch sein, dass die gar nichts machen. Das wäre natürlich noch geiler. Okay, dann. Sehr schön. Na, dann ist mal ein bisschen anders, ne? Alter, direkt ein Sandsturm oder was? Habt ihr sie noch alle? Die ticken doch nicht mehr ganz sauber. Okay. Ja, das ist nicht schön. Das gefällt mir gar nicht gerade. Gut. Gut und nochmal gut. Gut. Wir machen jetzt erstmal hier unsere Reihe mit Sonnenblumen erstmal voll. Da kommt doch schon der erste Stelzen-Zombie. Keine nette Angelegenheit gerade. Ich glaube, die holen sie mir jetzt erstmal weg hier. Das wird ein bisschen eng. Zack. Weil da oben mit dem Strand ein bisschen gefährlich. Wenigstens sind unsere Sonnenblumen geschützt. Das ist sehr wichtig. So. Du kommst dahin, damit du schön geschützt bist zwischendrin. Und vor allen Dingen diese blöden Eimer da wegholst. Dann kriegst du auch hier noch Unterstützung. Sehr nice. Okay, da oben ist gerade etwas nervtötend. Wenn nämlich unsere Lenkdisteln fallen, tut es nämlich weh und das möchte ich nämlich nicht. Also, dass es weh tut. Also, dass Lenkdisteln fallen, nicht, dass es weh tut, dass die Lenkdisteln fallen, das möchte ich nämlich nicht. Und Batsch! Jawoll! Das läuft schon mal recht angenehm gerade. Da können wir auch hier ein bisschen. Genau, schützen wir mal hier, falls wir mal durchrennen. Da können wir nämlich hier nämlich die ganze Reihe nämlich mit Dings volljagen. Das ist nämlich nice. Okay. Ihr bleibt hier zum Schützen. Weiterhin. Wir müssen ja nur schießen können. Der Rest ist egal. So, pack Scheune, kommst da hin. Das ist auch schön, dass es Maul gibt, wenn sie da wieder rennen. Okay, sehr nice. Läuft, sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Momentan noch. Mal gucken, wie lange. Kennt mich ja jedes Mal, wenn ich gesagt habe, ich bin zufrieden. Kam irgendwas, was überhaupt nicht geil war. Gut. Jawoll, direkt aufgeräumt. Sehr schön. Schmeiß die Bockwurst nicht dahin. Mit Lebensmitteln spielt man nicht, mein Freund. Ja, der Gargantua, der fuckt ein bisschen ab gerade, aber ansonsten geht's eigentlich. Bam, bam, bam. Batsch, 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 batsch. Yeah. Geil. Boah, sehr gut. Ich wollte gerade schon nachhelfen, aber das Thema hat sich erledigt. Sehr nice. Sehr schön. Okay. Wir brauchen die nächsten. Da fehlt mir aber, glaube ich, ein bisschen Money. Ich war schon ein bisschen in die Vollen gegriffen. Komm, wir haben ja noch genug Diamanten. Ich brauche nur 100 für die Dings, also von daher bin ich total zufrieden. Passt schon.
So. Nächstes Level, Leute. Werden wir es schaffen? Ohne Voraussetzung? Sehr gut. Jetzt nur die Frage. Nein! Nein, Leute! Wir haben diesen miesen... Oh. Geil! Wir haben den Dynamit-Spasten, den Dynamit-Zombie, ey. Gut, wir haben aber auch jetzt den Lausellerie, deswegen, wir werden da jetzt ein bisschen anders dann agieren, aber das passt. Und wir haben den Spartabus. Also der Spartabus, der Spartabus. Okay, theoretisch könnte ich mit Knallerbsen mal hantieren, aber das ist... Die Knallerbsen sind zwar gut gegen solche Dinge, aber es ist nicht so sonderlich ein Vorteil. Nach vorne raus, das ist ja das Thema. Wir haben keine Eimer-Zombie, das ist gut. Dann nehme ich jetzt mal den Eisbergsalat mit. Die Kokosnusskanone. Und... die Erbsenhülse. Okay. Wunderbar. Dann würde ich nämlich hier ganz gerne nämlich die Reihen schon mal setzen. Ich habe nämlich einen bestimmten Grund dafür. Weil wenn die nämlich da gleich angefeuert kommen, erleben die eine richtig geile Überraschung. Okay, wir haben auch schon genug an Sonnen vorab. Das ist nice. Wieder mal... Okay, sehr schön. Jetzt setzen wir hier schon mal die Spartabusse hin. Und hier fangen wir an, mit dem lauen Sellerie abzudecken. Okay, das ist nice. Ich glaube, Gott selbst hätte sich mal ausruhen können. Ich glaube, den werde ich auch nicht einsetzen. Das passt. Sehr schön. Was haben wir eigentlich schon special? Boah, Alter! Die flippen dann ja voll aus! Geil! Na, lass die Wurst mal durchrennen. Das macht nichts. Wir haben ja noch blaue Sellerie. Spartabus, da kann jetzt hier schon mal Gas geben. Ah, fuck, da ist er genau da reingerannt, wo ich nichts sehen wollte. Ah, gut. Kann der Pack schon mal hier halten. Das Erste. Ja, das wird jetzt ein bisschen heftig. Okay, das war jetzt nicht gut gelaufen. Boah, geil, Alter, laute Sonne, ey. Was geht denn hier ab? Okay. Boah, die Spartabusen, die kacken hier voll ab, ne? Sehr schön. Jetzt können wir auf Dings setzen. Das machen wir jetzt auch. Unsere Erbsenhülsen, damit die schon mal ein bisschen abdecken können vorne. Und mithelfen bei der Verteidigung. Okay. Ich will mich nicht schwimmen, wenn der Kakatur jetzt angefettet kommt. Boah, ihr seid so Drecksratten, ohne Witz, ey. Ich weiß jetzt aber gerade gar nicht, was ich da gemacht habe, aber egal. Batsch! Das Kraft ist weg auf alle Fälle. Schön. War noch ein Gargantur dabei eben? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich ein Gargantur vermisse. Na egal, was sonst. Wir haben es soweit geschafft. Das war schon... Das war eben heftig, ey. Okay, wir haben gewonnen. Wir haben nur noch zwei Level vor uns, Leute. Ich hoffe, dass wir es gebacken kriegen. Wir haben noch... Ja gut, okay, das langt jetzt auf die nächsten zwei Level. Sollte es zumindest... Aber wir können uns ja auch zur Not hier noch die Dinge ansehen und wir können ja noch mal kaufen, welche. Das ist nicht so schlimm, also von daher alles easy. Wir dürfen jetzt nur nicht mehr verlieren, sonst haben wir verloren, das war's nämlich. Okay, auf geht's. Ich meine, die Diamanten brauchen wir sowieso im Großen und Ganzen nicht mehr, außer jetzt für die Pflanzen zu kaufen, die wir brauchen. Und ansonsten, easy going. Die Kohle habe ich übrigens verschleudert, gell, für Partien und so ein Scheiß, also keine Sorge. Deswegen haben wir auch so wenig. Alter, Disco-Zombies. Okay, wir haben einmal... Okay, gut. Disco-Zombies sind natürlich wieder so eine Nummer, ey, weil die nerven mich. Die fucken mich wieder extremst ab. Kirschbombe?
Mulchen. Ja, was anderes können wir gerade nicht machen, ey. Vor allen Dingen, weil wir auch den Kanonenzombie haben. Das ist natürlich auch wieder so mies. Okay, kriegen wir aber gebacken. Also ich mache mich schon jetzt nicht verrückt. Wenn wir jetzt verlieren würden, ey, das wäre natürlich geschmiest, weil ich habe jetzt keinen Bock, einen Sonnepart aufzunehmen, nur weil ich jetzt einfach mehr 5 Diamanten oder so fehlen. Ansonsten würde ich nämlich im nächsten Part wahrscheinlich dann die Dings holen, die, das Schrumpfhalschen des Löffels dann schmeckt. Das wird dann auf alle Fälle geholt. So, sehr gut. Das erste steht schon mal. Ich sag ja, ey, diese Lenkdisteln, die sind einfach nur gottesgleich. Die sind geil. Sehr gut. Und noch weggeholzt. Nice. Mann, oh Mann, so habe ich mir mal einen Sommerabend schon vorgestellt, ey. Verteidigung des Gartens. Geil. Hoffentlich geil. So, jetzt wäre eine zweite Lenkdistel natürlich schön, wenn ich die kriegen würde. Jawoll. Machen wir erstmal drauf, die Lenkdistel zu holen, Leute. Dann haben wir es eigentlich schon so gut wie geschafft. Das Schlimme ist, wenn da diese blöden Kanonenzombies alles wieder reinballern, das ist nicht so schön. Und bam! Jawoll! Ja, komm, noch zwei Sonnen, das wär's jetzt. Wäre mega. Jawoll! Boah, Alter, nein! Noch viel zu viele Kampfzwerge, ey. Alte! Was ist das? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Na, oh, das könnt ihr mal schön abhaken, Alter. Shit. Okay, 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 das tut jetzt ein bisschen weh. Scheiße. Okay, das war jetzt nicht gut. Das ist sehr mies jetzt. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, ehrlich gesagt. So, verteidigen wir uns jetzt erstmal ein bisschen noch. Boah, Alte. Okay, Lenkdistel rettet uns ein bisschen gerade in den Tag, aber ist sehr schön. Das habe ich jetzt ein bisschen unterschätzt jetzt im Moment. Gut, dann gehen wir auf pure Krawalle Gewalt. Dann hauen wir die jetzt einmal, da hauen wir die jetzt richtig um jetzt. So, pack Scheu zum Angriff. So, du schützt hier ein bisschen mit. Ich brauche auf alle Fälle Sonnen jetzt erstmal. Okay, das sieht schon mal gut aus. Du kannst hier mithelfen. Das wird jetzt gerade ein bisschen gefährlich, ey. Das wird ein bisschen zu gefährlich im Moment. Nein, der Disco-Zombie! Und BAM! Die Grunzen sind so dumm, Alter. Geil, geil, einfach nur geil. Okay, okay, sehr schön. Backschrei macht richtig geile Arbeit. Wie immer. Ja, wenn die jetzt halt durchrennen, ist jetzt so schön. Die dürfen halt jetzt nur oben nicht durchrennen, irgendwie. So, Verteidigungsfront steht sehr gut. Da darf jetzt auch nichts mehr passieren, Leute. Eine Welle noch. Und dann haben wir es geschafft. Also das war eine der miesesten Runden, wo wir bis jetzt hatten, ey. Boah, Alter. Das war eben knackig hoch 12. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ja, ich wollte ja eigentlich die Werbung rausschneiden, aber ich denke mal, für einmal kann man sie drin lassen, Leute. Ich feiere gerade an, wenn ich den Sieg, dass wir dieses Level überhaupt gepackt haben. Das finde ich total genial.
Boah, Alter, ich am Arsch, du, ey, das war hart eben. Ich hab auch eben nicht mehr damit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, hör auf so rumzukreischen, ey. Krank, einfach nur krank, Leute. Einfach nur krank, ey. Ohne Witz, einfach nur krank. Das war jetzt wirklich, Wenn das Spiel wenigstens so wäre in der Werbung, würde es zeigen. Wäre es viel schöner. Wo ich eigentlich schon dabei bin, ich versuche immer irgendwelche iOS-Spiele mal anzuspielen. Das habe ich auch vorhin. Die ist ja Zukunft. Neben den Horror-Games, die wir sowieso noch am auch noch spielen werden. Also, ihr habt ja schon den Vorschlag gemacht. Hobbys Menschen oder sowas. Oder Hobbs Menschen. Sorry, Justin, der Vorschlag kam von dir. Und natürlich Fears of Phantom. Wir werden Fears of Phantom als nächstes wahrscheinlich dann spielen. Ich bin mal gespannt, weil soweit ich weiß, soll das ja angeblich auf wahren Begebenheiten beruhen. Und wir werden da verfolgt werden. Wir müssen uns verstecken oder verschiedene Sachen tun, entweder um angegriffen zu werden oder dem zu entkommen. Also ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt, weil das kann interessant sein. Und vor allen Dingen, das ist so psychologischer Horror. Und Leute, ohne Scheiß, ich stehe voll auf psychologischen Horror. Ich muss einfach da stehen und Angst haben, dass was passiert, obwohl nichts passiert. Das ist so meine Art von Horrorspiele, die ich wirklich gerne spiele. 7 Sekunden, 10, bleiben mit, 5, 4, 3, 2, 1, yay! Applaus, Applaus, Applaus! Okay, auf geht's ins große Finale der Sommernächte, Freunde. Holen wir uns noch die 50 Dinge von der Linkdistel und machen das Ding platt. So. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt noch irgendwelche Sondervoraussetzungen haben. Ich hoffe es mal nicht, aber es wäre jetzt so ein Schmieß. Verflucht sollt ihr sein, Pflanzen. Ich schwöre euch, nächstes Mal werden meine Erfindungen... Okay. Wir haben die Hitze überstanden. Hurra! Yippie, und Zombos auch. Ja, Walnuss, und Zombos auch. Das war schon mal eine schöne Sommernachtsarbeit. Oh ja, auf jeden Fall. So, besiege die paar Zombies und rette den Tag, wie immer. Also, das war schon den Zeitungszombie, Alter. Aber das Geile ist, wir haben da diese Aquaranke, Alter. Die ist saugeil. Okay, das ist doch schon mal eine sehr geile Voraussetzung. Wir lassen jetzt auch den... Nee, wir brauchen die Leckdistel. Das geht anders nicht. Gott muss ran, der muss ran. Wir brauchen unsere Walnuss auf alle Fälle. Und was wir auf alle Fälle brauchen, die Kirschbombe. Das ist ganz wichtig. Jetzt geht's um alles oder nichts, Leute. Holen wir uns das Finale und schlachten sie alle hier. Also wir machen sie alle kalt. Egal. Okay. Ah, das ist sehr nice. Wir haben hier schon mal unsere... Ah, sehr schön. Das ist natürlich geil. Okay, das machen wir nämlich gerade. Das ist nämlich gut. Sowas liebe ich, Alter, wenn der Pack Scheu da sagt, voll die Arbeit hat. Gut. Können wir hier schon mal die Aquaranke hinsetzen? Die kann nämlich schon mal ein bisschen helfen zu schießen. Vor allen Dingen ist das geil, weil die auch zurückschlägt. Das ist genial, einfach nur. Einfach nur genial. Das ist jetzt nicht so genial gerade. Die schießt die auch nicht, gell? Doch, die schießt die ab. Sehr geil. Sehr schön. Ah, sehr gut. Haben wir nochmal Glück gehabt eben, ey. Oh, Alter, habt ihr gesehen, wie der eben weggefeuert wurde? Geil. Okay, pack Schäumus dran. Okay, das wird doch ein bisschen nerviger als erwartet. Aber... Oh, der Rasenmäher ist gefallen, verdammt. Wir brauchen auf jeden Fall Sonnen. Linkdistel kann hier ein bisschen helfen. Wir setzen jetzt ein bisschen... Oh nein, der Zeitungszombie, Alter. Auf den habe ich schon gar keinen Bock drauf. Ja, da oben müssen wir ein bisschen absichern gerade. Aber das könnte nämlich ein Problem werden jetzt. Ja, das wird jetzt auch ein Problem. Sehr schön, das läuft. Ja, ich brauche den Packscheu. Der Packscheu, wenn du schlecht kennst. Die dürfen da oben nicht durchrennen, alle. Oh, Zeitungszombie im Anmarsch. Ich
Okay. Boah, eine Kakatur da oben ist jetzt natürlich ein Riesenproblem. Nein! 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 Das war richtig asozial! Sorry, Leute. Ich hole mir auf jeden Fall noch. Das werde ich auf jeden Fall hinkriegen, dann. Wir holen uns auf jeden Fall noch das Schrumpfhalschen, weil mich ärgert es gerade, dass wir das voll in den Sand gesetzt haben eben. Das ärgert mich total, weil es asozial ist, dass die, geil. Okay. Also wir müssen auf alle Fälle hier schon mal ein paar Scheunen absichern, das ist klar. Das ist ganz wichtig. Zombies auch, ja, Zombies auch, blablabla, Sommernacht, das ärgert mich jetzt total. Also ich werde das Schrumpfhalschen auf alle Fälle holen, werde ich nebenher dann holen, dann passt schon soweit. Es ärgert mich halt nur ein bisschen, dass wir das jetzt halt wirklich voll in den Sand gesetzt haben eben. Und, dass diese Arschgeigen hier, wir sind mit den Sonnenständen hergekommen, das war das größte Problem auch, was wir hatten eben. Na gut, so ist es halt. Ich kann es nicht ändern. Alles klar. Warum habe ich eigentlich die Lauersellerie mitgenommen? Der ist scheiße. Okay. Wo ist die Nuss? Da ist die Nuss. Aber wir haben daraus gelernt, das passiert nicht nochmal. Das ist sicher. Das ist ganz sicher. Schwör ich drauf. Bei den alten Göttern und den neuen. Da schwör ich drauf. So, ihr könnt erstmal die runterholen. Sehr schön. Du kannst dich um den hier kümmern. Und ich lasse mir direkt weg. Zack. Ich brauche auf alle Fälle Pflanzen. Das ist sehr wichtig gerade. Ja klar, brauchen wir Pflanzen. Aber ich mache mir wieder Müll, ey. Na, vergiss es, Freundchen. Du bleibst hier. Ja, da unten rennt er durch, gell? Alter. Warum wir alle finden eine sehr gute Verteidigung jetzt erstmal? Warum fetzen die sich gerade? Das ist auch schlecht. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine komplette Reihe jetzt erstmal von denen. Das ist wichtig. Sehr gut. Da kann da oben nämlich schon ein paar Scheu hin. Die hat das nämlich ganz gut ab im Moment. Eine Gargantur macht mir, geht mir mit Tschechen Richtung Piss. Batsch! Jawohl, mach die Bratwurst fertig! Sehr gut. Sehr gut. Seht ihr schon mal soweit? Da oben müssen wir jetzt ein bisschen nachhelfen, weil da oben ist gerade ein bisschen hektisch. Oh, nicht gut. Sehr schön. Alter, was ist das? Ein Drehorgel-Zombie. Geil. Oh, oh. Und batsch. Nice. Nice Scheiß! Geil! Puh, Leute, wir haben es geschafft. Also das war wirklich eine richtige abgefuckte Runde. Die tat jetzt dezent weh. Okay, aber wir haben es hinter uns gebracht. Dementsprechend bin ich zufrieden. Boah, Mann, oh Mann. Also ich habe jetzt wirklich nicht gerechnet, dass das letzte Level jetzt wirklich so abartig noch wird. Aber man lernt ja dazu, man sieht's ja. Puh. Boah, hättet ihr noch gedacht, dass wir das schaffen, Leute? Ich hätte es wirklich nicht mehr gedacht eben. Mein lieber Pfanne-Schwan. Ah, komm, jetzt reicht's. Batsch! Alter, was ist das, ein Affe?
Hui, Affe, schön. Nein, Spaß. Alter, das war geil eben. Das hat eben richtig reingepfeffert und richtig wehgetan. Also, das... Oh. Leute, ohne Scheiß. Also, das finde ich an diesen Events hier halt so richtig geil, dass die wirklich so, reinfleischen können. Total nice. So, bring den Himmel zu leuchten. Zum grünen Abschluss machen wir jetzt noch die Piñata. Und dann werde ich auch eine Party beenden, Leute. Aber das Ding ziehen wir jetzt noch durch. Egal wie. Hey, die Lava-Quarfische. Alter, wir haben Melon-Tom hinein. Boah, wie fandet ihr jetzt dieses Event? Also, wie fandet ihr jetzt die Sommernächte? Ich fand halt, ihr habt ein bisschen die Variation gefehlt. Alter, wir gehen hier voll in die Vulkanpower. Geil. Ja, du kannst die hier wegklatschen. Schön auf die Bockwurst. Ich frag mich, ob das Rinds oder Bratwürste sind. Oder Bockwürste. Oder Frankfurter. Oder Deutschländer. Gibt es so viel Würste. Das ist schon krank, ey. Das ist so geil. Boah, Alter, so ein mieser Sack, ey. Der hat sich auch durchgefressen. Nein! Oh, sehr gut. Stimmt, die nehmen mir die Helme weg. Sehr schön. Ah, Merlin ist natürlich so ein Problem, ey. Der überlebt es sogar, der Hund. Ich sprech ab. Das gibt's doch gar nicht, ey. Okay, hier daran. Du machst Merlin kalt. Weil da oben kommt er mir gerade ziemlich gefällt. Schneiden müssen wir zuerst ausmachen. Jetzt, ich hoffe, dass die Walnuss... Ach, die... Nein! Ich hoffe, dass sie das noch schafft, ey. Okay, jetzt reicht's. Da kommt wieder unser Würstchenverkäufer. Der neue Shop ist Gargantuan. Bratwürste verkaufen. Geil. Feier ich ein bisschen, gell? Finde ich lustig. Schön. Dann kann ich jetzt mal dahin, falls der andere wieder klein durchrennt. Du kannst hier oben aushelfen. Ja, habe ich mir gedacht. Und zack. Leg dich nicht mit Arcadia an, Baby. Das war's. Das nenne ich mal eine heiße Sommernacht. Okay, Leute. Was? Drei Feuerwerke? Drück mir die Daumen. Ah, nur 1000 Münzen. Wo war das denn gewesen? Alter, immer in den Ecken, ey. Und wenn ich die Ecken nehme, ist es immer in der Mitte. Wenn ich die Mitte nehme, ist es immer in den Ecken. Das ist so ein ewig währender Teufelskreis bei mir. Abartig. So, meine Äste, jetzt mit massigen Münzen bei jedem Sieg. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Und haben noch eine abgefuckte Werbung, aber das ist jetzt das Problem. Von daher sind wir tief entspannt. Oder dass ihr mal seht, was ich mich immer umschlagen muss. Aber das können wir ganz leicht umgehen. So, theoretisch können wir sogar noch ein bisschen zocken hier. Oh, scheiß drauf, das wird so dumm, ey. Das war einfach so blöd. Alles klar. So, Leute, dieses Event haben wir hinter uns gebracht. Eventuell kommt noch die Pflanze der Woche. Das kommt aber drauf an, ob ich das gebacken kriege jetzt noch zeitlich, weil ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe nämlich heute mein Auto nämlich weggebracht, also beziehungsweise das Auto von meinem Vater, und es musste gemacht werden. Und ich habe länger da gebraucht, wie ich eigentlich brauchen wollte. Ich hoffe, dass der Partner heute bei Zeit online ist. Ansonsten guck ich mal, dass die anderen noch folgen. Ansonsten. Okay. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Vielleicht beim nächsten Pflanzen bei Zombie oder einem anderen Projekt. Vielleicht bei noch einem anderen Spiel oder so. Es wird auf jeden Fall hier immer mal wieder weitergehen für diejenigen, die es noch nicht wissen. Freut mich, dass ihr mit eingeschaltet habt. Ich bin euer Kedia Supreme. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Lasst ein Like oder ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Und guckt mal auf meinem Kanal, was es euch noch so Interessantes gibt. Es gibt allerlei Gaming-Material, wo ihr euch kaputt lachen könnt aufgrund meiner Unfähigkeit. Und in diesem Sinne, haltet die Ohren steif. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao. Ciao.